Hallo, willkommen zum 7 Minuten 15 Sekunden Actionfilm Tag 5 des Old Sweat Summer Events Schweißperlen. Aufträge 2 Stück. Erziele einen epischen Sieg und erziele einen königlich epischen Sieg. Mann, hab ich da lange dran gebastelt. Ja, jetzt ist es soweit. Also ein Actionfilm, wie gesagt, der hat alle Zutaten, was ein guter Fortnite-Film haben muss. Schaut einfach zu. Ja, ich nehme jetzt hier gleich das Auto, schnappe es mir. Eigentlich wollte ich noch einen Shadow-Auftrag hier erledigen, aber leider kein Terminal da. Den Skin, den ihr gerade eben gesehen habt, der mir gerade eben über den Weg gelaufen ist, den sehen wir auch noch zweimal. Achtet mal drauf, den roten. Ah, aber ich erstmal zur Tankstelle, ne? Auto ausrüsten. Für den wirklich ultimativen Fight hier. So sehe ich das jedenfalls. Aber das gelingt mir auch recht schnell, das Ding auszurüsten. Und ja, der Spieler... Die Spielerin, die hier ist, die wundert sich wahrscheinlich auch nur, was hier so passiert. Und da kommt der Nächste. Und falls ihr das... Ja, genau, das ist das. Da ist es wieder. Das ist das rote Männchen, also das rote Spielerchen. Ich glaube, es ist ein Weihnachtsskin oder sowas gewesen. Oder ein Winterskin. Okay, ich bin jetzt ins falsche Auto eingestiegen. Ne? Kann passieren, aber... Der Fehler ist bemerkt worden, das war nicht ausgerüstet, fast kaputt. Ich brauche Power hier, ich brauche mein gutes Auto. So, da rechts sind sie, der Konvoi. Ich bin scharf auf den Konvoi. Ganz genau auf die Maschinistin, ihr Medaillon, ihr Auto und ihr Kampfsturmgewehr. Das sind meine. Aber hier ist aber auch was los, ja. Also hier wird... Ballert, gefahren, gerempelt. Der hat hier auch schon jemanden angeheuert. Woher er auch immer den hat. Vielleicht vom Schüttelt-Verteilzentrum. Kann gut sein, ne, dass der nicht den angeheuert hat. So, aber ich bin ja hinter was anderem hinterher. Ich bin hinter den Goodies hier von der Michan. Da oben, da war der rote Skin. Ha! Wollte ich gerade sagen. Fast hätte ich es verpasst. Ja, hinter ihr Auto bin ich hier. Und das Auto habe ich jetzt schon mal. Fehlt noch... Das Medaillon und die Waffe, ne? Die beiden Sachen. Aber sie kämpft da drüben. Es ist total unübersichtlich hier, die Situation. Ich weiß nicht, wer, wo, wie, was. Also das ist eine Wache. Hier ist keiner. Hier ist ein Spieler. Jetzt Schritte. Rechts umdrehen. Oh, und er trinkt Nitro. Ja, da war er aber zu langsam. So, hinten die Maschinistin. Wachen gibt es wohl keine mehr. Oh, da sitzt einer auf dem Baum. Unten ist ein... Ja, bis ich das... Das ist ein Charakter. Das ist sein Charakter. Die schießt nämlich auf den. Jetzt habe ich sie auch getroffen, leider. Aber sie kümmert sich ein Glück um den Charakter. Und da oben, der hat sich den Baum gewechselt, der Spieler. Oh, die Maschinistin kommt zurück. Oh, sie schießt eigentlich nicht, weil sie denkt, ich schieße auf den anderen, auf den Feind. Wer auf den Feind schießt, ist freundlich. Ach ja, Glück gehabt, dass sie mich nicht aus dem Auto rausgeschossen hat. Ich habe ihr Medaillon. Waffe habe ich jetzt auch. Und guckt mal da drüben. Da ist eine Krone in 37 Metern. Der auf dem Baum gehockt hat, das war ein Kronenträger. Welch Glück, dass ich den auch noch so erwischt habe im Flug. Da seht ihr, auf Bäume raufklettern bringt nicht auch immer was. Nee. So, die Nitro-Handschuhe, ja, die nehme ich natürlich gerne. Aber das Wichtigste ist das Gewehr. Ich will mir jetzt einen Unterstützer holen. Da habe ich mir die T-60-Rüstung ausgeguckt. Ach, vorher laufen hier noch zwei über den Weg. Die sind so schön beschäftigt. Wobei sie mir jetzt richtig was verpassen, ne? Also jetzt kommt hier der Bumbogen. Also, boah. Und auch die Servicestelle explodiert. Service Point. Also ich muss weg hier. Ich will nicht, dass mein Auto kaputt geht. Das brauche ich noch. Das ist wichtig für das Match. Ich will es ja bis zum Ende schaffen. Ich habe jetzt 5 Eliminierungen übrigens schon. Wow. Das ist nicht schlecht dafür, dass ich eigentlich ganz locker hier nur ins Endgame rein will, um die Aufgabe zu schaffen. Und ich fahre jetzt vorsichtig zur T60-Rüstung. Da ist der Charakter. Gar nicht so einfach an den Rand zu kommen hier mit dem Auto. Der ist hier oben in den Klippen. Ah, ich habe schon gesehen, mir ist ein Auto gefolgt. Ich mache mal, dass ich wegkomme. Komm, steig ein, T60-Rüstung. Ja, ein bisschen langsam ist er. Aber jetzt noch 25 Spieler. Ja. Und da unten ist noch ein. Hupp. Ein
angefahren und die Rüstung, die T60-Rüstung beschießt. Zack, und ich gebe ihm den Rest. Mit den Gummireifen. So, da ist doch auch jemand links. Oben weiß. Yep. Und die verpasse ich hier öfter mal. Aber mein Kompagnon trifft glaube ich, gut. Der Auftragskiller, den hat er übernommen. Also die Eliminierung hat er übernommen. Steht jetzt 6 Eliminierungen. Eine davon hat die Rüstung. So, Endspiel hier. 3 Gegner noch. Und ich würde sagen, es wird Korrektur, 2 noch. Jetzt heißt es schnell sein. Bevor der Gegner sich erholen kann vom Fight. Oh, das sind ganz viele Medaillen. Na gut, lasse ich ihn erholen. Ich nehme die erstmal. Meine T60-Rüstung wird wohl den ein bisschen auf Trab halten. Komm, los Rüstung, wir machen den platt. Mit vereinten Kräften, mit dem Auto. Jawohl, wo ist er denn? Da oben. Ups, einmal durchgefahren. Und juhu, königlich epischer Sieg durch die aufgesammelte Krone. Und da ist er, der Hängegleiter. Ja, ich hab ihn. Mann, hab ich da lange drauf gewartet. Au, juppie, ey. Bah, ich freue mich. Ich freue mich wirklich so. Übrigens, die ganzen Auszeichnungen sind zurückgesetzt worden, ne? Wer es noch nicht bemerkt hat. Das gab wohl ein Problem bei Epic. Ich habe da wieder von vorne angefangen. Ja, 7 Eliminierung und den Sommergleithai. Bewältige die Wellen wie ein Hammerhai. Mache ich ab jetzt. Dankeschön. Ihr habt es mir echt nicht einfach gemacht, Epic. Das war hammerhart. In 2 Stunden 41 sind die nächsten Aufgaben vom Dienstag dran. Ich freue mich erstmal an Keks, wirklich, weil ich habe da lange dran gesessen und das nicht geschafft. Ich dachte schon, ist alles verhext hier. Jemand hat meinen Charakter verhext. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, ihr schafft das auch. Seid fleißig. Bis dann. Ciao.